Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit allen außer Sebastian und wir schauen uns an Damn Nature, You Scary, Funny Scary Animal Encounters. Ballern. Komm hoch mit dir. Spaß! Haben wir schon drauf reacted. Wir reacten natürlich auf den Nachfolger. Und zwar den zweiten Teil, den die Fehler. Deswegen macht Pilar nicht Comedian. Stand-up. Gibt es ein Programm für? Ich habe eigentlich auf Jonathans Kommentar gewartet, den er die zwei Male vorher auch gebracht hat. Ich wusste nicht mal, welchen ich gebracht habe. alle erschießen oder so, glaube ich. Ja. Vor allem den Stier. Der da rumrandaliert. Okay, wir gucken uns jetzt tatsächlich Damn Nature is Scary an, Funny Scary Animal Encounters. Das Video heißt exakt gleich, aber es ist ein anderes. Ja. Das kenne ich aber schon. Wirklich? Ja. Spaß. Ich sehe da noch gar nichts. Also, wir haben da kein React zumindest drauf bisher. Ja, mit dem Elefanten da vorne. Ah, jetzt verarscht Bram Peter. Absolut. Und dann kommt jawohl. Okay. Jawohl, weg die Sau. Nein, nicht mein Handy. Aber guter Slap, Alter. Dem wurde in so einer Kuhle, in so einem Güllejoch da eingelagert. Oh, moin. Holy shit! Also wenn da so kleine Alligatoren an Land sitzen, dann würde ich da nicht schwimmen. Boah. Weil da vermutlich größere Alligatoren in der Nähe sind. Vielleicht? Oder warum? Ah ja, okay. Nein, da war ja nur so, wie heißt der Katamaran oder so? Das war doch nur ein Puma. Also. Katamaran, ja. Also, fahr ich auch mal mit dem Schiff. Oh, lol. Hui. Out of the way. Look at that. Oh my gosh. Holy shit. Da ist die nochmal Uhr oder sowas. Holy shit. Oh my god. He just got back up. Oh, Piranha. Boah. Du musst die Hand noch mit reinhalten. Mata abajo, mata abajo. Ah, súbela. Holy shit. Boah. He's eating apples from his mouth. Jetzt hau die Karre um. Oh mein Gott. Ach, der ist so easy, ey. Was zur Hölle? What the fuck ist ja, das? Da würde ich. Geh schwimmen. Das ich war nur Manatees. Ich was da drin war. Das ja. war nur Seekühe. Aber ach so, was wäre ja, das? Keine Ahnung. Alligatoren? Das sah so nach Amiland aus. So Florida Man. Holy shit, ey. Ja. Ey, das ist jetzt ein Einsiedlerkrebs. Ja, ich glaube, wenn du dich. Ach nee. Holy oh, shit. Das ist ein Quark. Herr Quark. Ja, lustige Nase. Ja. Das ist doch hier von SpongeBob, der Dude. Oh God, Pete, your paddle's close to that one. Sorry. Was heißt sorry? Dass er so umgeschrien hat. Hätte ich auch so gemacht. Er beißt dir doch gleich, oder? Denke ich auch mal. Warum zum... What's that? Has he got something in his mouth or something? Yeah, his arm. Ach so. Der beißt schon. Ah ja, okay. Vielleicht tust du ihn auf. Wait, ist da die fette Schlange? Ja. Wo ist seine Schlange? Die sieht die nicht. Ah, lol. Jetzt hat die die gesehen. Oh mein Gott. Die habe ich auch nicht gesehen. Ich dachte, was passiert da? Also ich bin ganz ehrlich, da würde ich mich erschrecken. Stell dir vor, du sitzt einfach wirklich bei dir so auf der Couch oder so im Wohnzimmer. Auf einmal snaket sich so durch dein Wohnzimmer so die fette Snake. Ja, komm, einfach K. Das ist echt, ja, K. Entspannt. Sieht gar nicht so klein aus, oder? Da hättest du reinpacken können. Holy shit, da will ich nicht reinfallen. Alright, I'm gonna jump in there and try to get him out, guys. No! He's on! He's f***ing on! Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Der greift ja mit so einem Vogel den Händen an, ja. Jetzt schlag doch den Vogel, dann geht er weg. Oh shit!
Get out of there, son! Nein, der beißt zu. Ach nee, doch nicht. Oh mein Gott. Boah, wie er sich erschrocken hat, Alter. Leute, what the fuck? Boah, was war das nochmal? Das ist irgend so ein Parasitenvieh, oder? Ah, das ist ja voll eklig. Ich glaube, das habe ich. Ist das ein Abwehrmechanismus? Weiß ich nicht, aber. Das sind die Gedärme von dem Wurm. Saugt der einen dann aus oder was passiert dann damit? Nee, der hat er einfach ausgespült, damit er quasi zur Abschreckung oder sowas. Irgendwie, ich weiß das nicht mehr 100%. Und kann er sich die dann noch wieder reinsaugen? Nee, genau, die sind weg, die bildet er neu, glaube ich. Ach so. Irgendwie sowas. Wäre sonst nicht so smart, deine Gedärme rauszuschmeißen, wenn er Angst hat. Der bildet einfach sein ganzes Inneres einfach neu. Ja. Okay. Oh, klebt auch ganz schön. Boah. Here we go. You've eaten that lot. Jesus Christ! Holy moly! Right in the corner of the jaw. Wait, den haben wir schon mal gesehen. Holy moly, that was a big boy. Ja, moin. Okay, wie viele Motorräder stehen denn da und und wie viele Roller? Holy shit. Die sind richtig scary, finde ich. Weil der so langsam ist, sagst du? Ja, nee, aber also Bären finde ich halt mit die übelsten Tiere, weil die können super schnell laufen, die können klettern, die können einfach alles. Wenn du so einen Bären triffst, hast du einfach voll. Du kannst nirgendwo hin. Muss ich nur möglichst groß machen vor denen und schreien. Ja, genau. Vor den 3-Meter-Viechern. Ah. Heißt nochmal der Film mit Leonardo DiCaprio, wo die so einen Bär gehören. Ja, den habe ich nie gesehen. Muss ja dann töten und am Ende in einem Bären wohnen. Ja. Also letztens gab es da irgendwie so ein Video von so einem Minenarbeiter irgendwo in Russland und die haben auch so einen Grizzlybären getroffen und dann gab es irgendwie so einen Zeitungsartikel angeblich, wie halt die drei Leute und der Hund leider, nicht mehr rausgekommen sind. Nicht mehr waren. Hm. Also Bären sind richtig übel. Na, okay, dann war ich nicht immer da. No shit, kill time. Hä? Oh. Ich greif doch gleich zurück an. Oh, what the fuck? Okay, das hilft ja mal gar nichts. Das hat gar nichts gemacht. So gar nichts. Gut, dass es diesen Verteidigungsmechanismus gab. Meine Frau hat auch Angst vor Kühen. Oh mein Gott. Cabrio. Ja, da sind Erdnüsse drin. Das ist aber auch krass, wie viel Kraft so ein Elefant hat, wa? Das ist echt krass. Holy shit, ist das ein Monster. Da mal Golf spielen. Golf, Florida kommt da öfter vor. Es sind halt echte Dinos, ey, holy shit. Dazu Geist in den Alligator-Suit. Der wird doch so ins Gesicht gerotzt. Ja, da fängt er an. Und? Komm. Und? Ah, die wissen aber auch immer, wo die Gesichter sind, ne? Die schießen auch immer ins Gesicht. Clever. Es gibt ja auch so Schlangen, die schießen dir Gift in die Augen. Oh, die sind in so einem. Die sind in so einem Hotel. Oh, witzig. Das wäre lustig. Witzig! Ja, witzig in 3, 2, 1. Personal ist da schon komisch. Ja, du kannst auch von dem Steg runtergehen, oder? Ja, darf man nicht offiziell. Echt? Oh. Das wurde mir auch gesagt, weil da halt überall auch Spinnen und so sind. Ach so, aber auf dem Steg nicht. Ja, das sind weniger. Nee, ich durfte tatsächlich gar nicht selber raus. Wir mussten immer Bescheid sagen und sagen so, hey, bitte holt uns ab und so. Okay, krass. Haben wir aber drauf geschissen. No! He's a bird. Alex, he's das war die letzte Einstellung, nice. Let's go in. Fuck mal das. Da ist ein Bär drin. Oh mein Gott! Go on. Alter, interessieren dir die Scherben auch so gar nicht? Nee, ist ja Sicherheitsglas, Peter. Das darf ja gar nicht so krass scharf sein. Ah, so ein kleiner. Wenn du einen Unfall hast, wäre das schlecht. Kleiner wie die Puder. Look at the camera and say goodbye to Hoss. Oh, die können richtig fies beißen. Oh oh.
Wo bleibt der Vogel? Puh, boah, das ist ja fies, ey. Oh mein Gott! Einfach die Katze. Ich will mal Gas geben. Der hat doch nur Bock auf Erdnüsse. Oh mein Gott. Wait, what? Dein Hund? Ja, sieht so aus. Nee, sieht nicht so entspannt aus. Der fährt Fahrrad, ne? Holy shit. Hm. Warum haben die alle so Mützen auf? Es ist kalt. Bestimmt kalt morgens. Damit die getarnt sind. Die Fester, oh nein. Oh, solche. Oh Gott. Ja, das ist ja auch gar nicht groß, guck mal, so klein. Oh. Mein Gott, da so kleine Spinnchen, ey. Oh, das kenne ich, das ist geil. Alter, ich bin der alte Mönch. Oh. Oh Mann, ey. Herr Peter, kennst du noch ein Crap Battle Video? Ja, okay. Step me up, Crap Battle. Wahrscheinlich in der Küche abgehauen oder so mit so einem Messer. Yes. Oh Gott, das muss er sich anhören von all seinen Kollegen. Ja, davon kannst du mal ausgehen. Oh mein Gott. Die Kanada ganz da. Ja, ich keep trying to tell him, don't stop, just keep walking. Alter, ein Mega-Snack. Alter, Schlangen sind so weird, ne? Alter, wie sich das anliegt, Junge! Oder? Was nee, ist das Wort? Ja, ja, jetzt zumindest so aufgestellt, ne? Ja. Die hatte so einen dicken Nacken, aber jetzt. Mhm. Da ist aber bestimmt Alligatoren drin. Ja. Tö. 10 von 10 unangenehm. Ja. Oh, Ameisen. Das ist auch 10 von 10 unangenehm. Ach, weißt du, über die fette Spinne, weißt du, aber Ameisen, Ja, aber das sind ganz schön viele Ameisen. Ist ja, okay, das, Moment, ist das, gibt es da überhaupt ein Seil oder sind das nur Seil. Ameisen? Nee, ja, okay. Das ist doch ein Seil, oder? Oder? Sicher. Oh, nee, das sind echt, das ist doch nur, jetzt wo du sagst, das sind wirklich nur Ameisen. Holy shit. Oh mein Gott! Holy shit! Oh. Wie hieß der denn nochmal dabei, Alter, findet Nemo? Das Video ist mega stressig. Das ist überhaupt nicht so exciting. Und beim zweiten Teil, wo weiß volle ich Kanne. And we're recording, so der hatte doch einen Arm weniger. Wo? Der hatte doch einen Arm weniger. Der hatte nicht 8, nicht mehr, wie der sondern 7 oder so. Weiß ich auch nicht mehr. Hast du der bei findet Nemo? Ja, keine Ahnung. He doing a useless wall tour. And we've just been spearing barramundi, just up along these logs. We've had a little bit of luck, and kind of had to stop and be like, well, gotta be careful because at the end of the day, this is saltwater crocodile country. Oh, this isn't too much crystal clear this water is. And guess what, guys? We were just about to spear a barramundi right here, and then guess what we saw? Oh! Er ist tot. Ja, aber hier sind schon nicht ganz. Meine Kamera now. Oh mein Gott! Denn? Was war das? Angeschissen. Oh, das, war das ein Oktopus? Oh, glaub schon. Oh, die ist groß! Da würde ich aber auch rennen! LOL! Alter, das war ja ein geiler Vogel. Er war wirklich geiler Vogel. Oh mein Gott! Bär. Er hat doch mehr auch Schiss. Ja, zum Glück, ja, gut, Alter. Bis da vorne hatte der noch keinen. Ja. Ach, oh mein Gott. Ach, du oh mein Gott. Die Wildschweine in Berlin sind ganz schön groß. Hättest du die, das ist Joe Exotics Vorgarten. Ja. Oh, nein. Ja. Killerwahl. Wo Bären sich denken. Oh ja. Oh ja. Da würde ich auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Also ja. Ich aber das nix. Ist doch bei Delfinen zum Beispiel auch so. Die nehmen, also die nehmen die Wellen ganz gerne mit. Also die meinst du, der wollte gar nicht killen, der wollte nur ein bisschen wellen. Ich glaube, der wollte nur Spaß haben. Ja, okay, das ist positiv. Dann hier geht man hier in die Burma Priach. Mm.
Ja, gut, dass du hochgeklettert bist, ohne Scheiß. Was kommt denn da jetzt an? Oh, ein kleiner Bär. Wie süß. Wo ist Mama? What's that? Vor allem so ein kleiner. Giant? Der war doch mini. Das war wirklich eher ein jüngerer, oder? Ja, aber der ist halt ein kleiner Junge. Ist das eine Nacktschnecke? Holy shit. Alter, voll nice. Boah, Junge, die ziehen alle gegen. Das sind ein Tausendfüßler. Füßler sind einfach so krass. Ja, oder ja. Das ist fucking awesome, dass sie sich anzugucken, weil sie nicht einfach. Oh, nice. Oh mein Gott. Ja, jetzt nicht mehr gleich. Ich weiß auch nicht, ob das so smart ist, draußen zu campen. Okay, ja, also doch. Kommt doch mal wo? Ja, da! Aber das scheint ja extra dafür ausgewiesen zu sein. Die Hütte, Das ist auf jeden Fall irgendwo, wo die das Autogeräusch sehr gewöhnt sind. Boah, das ist aber auch ein Oschi, ey. Ja, ohne Scheiß. Ah, die gehen doch immer ins Rudel jagen, dachte ich. Die Weibchen. Ah, safe, da kannst du jetzt wieder rausgehen. Ja, ja, da drin, weit genug weg. Jetzt kannst du wieder in dein Zelt gehen, was du schlafen. Scary war es, glaube ich. Also, der muss ja irgendwie aus dem Zelt ins Auto gekommen sein. Das heißt, du bemerkst das Tier und dann musst du irgendwann diesen Moment nehmen, wo du sagst, alles klar, ich geh jetzt raus in mein Auto. Ja, stimmt. Das, den Moment mussten die also schon gehabt haben. Oh, ja, Gott, ja, klar, den hat er wahrscheinlich noch nicht gefilmt, aber. Ist nichts für mich. Da bleibe ich lieber vor meinem PC. Ja, ohne Scheiß. Guck mir das an. Das war Damn Nature You Scary Part 2. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.